Hallo. Der eine filmt, der andere schaut aufs Handy. Und so schaut's aus. Der edle Duft der Landwirtschaft begrüßt uns heute Morgen auf einer kleinen Tour. Ziel wäre die Alpe Gamm. In diesem Falle herzliches guten Morgen an alle Radlinteressierten. Schauen wir mal, was es gibt. Auf geht's. So, GoPro aus, die tun wir jetzt wieder mal den auf Sprachbefehl umstellen. Ja, interessant. Die Sprachbefehle funktionieren mit externem Mikrofon nicht. Also haben wir jetzt einen besseren Ton, aber keine Sprachbefehle mehr. Perfekt. Ja. Altbekanntes Motiv, Brücke über die Ill. Auf Damm geht es also ab Nenzing oder Wäschling hoch und dann immer weiter hoch. Das sehen wir jetzt dann ja, wie sich das abspielt. Also die Gampalpe, die liegt da Bildmitte, rechts von den zwei Gipfelchen, die man da sieht. Die Anfahrt machen wir jetzt über Wäschling. Da gibt es auch dann noch schöne Abschnitte da oben im Wald. Ruine Ramschwag nicht zu vergessen. Vorausblick auf Wäschling. Zwei Süße. Ha? Und gemütlich, nur nicht stören lassen, gell? Auf keinen Fall. Wenn kein Auto kommt, dann kommen wir da gut rundherum. Und von da an ging es bergauf. Wetter passt wieder. Endlich einmal. Wie man sieht, haben wir da in sehr kurzer Zeit schon schöne Höhe erreicht, natürlich dank dem Akku im Bike. Aber mal zur Beruhigung nichts Turbo. War die Wurst. Da vorne geht's dann geradeaus nach Gamm. Der Traktor ist schon fleißig. Ja, der schafft vorne und seitlich, richtig fleißig. Und wie man sieht, Gamm nicht zu verfehlen, wenn man die Richtung kennt. Rechts nach Gamm, links nach Gamm. Blödsinnige Frage. Auf geteerte Piste, anfänglich. Es ist auch öffentlich befahrbar. Und dann kommt der Wanderparkplatz und von dort weg ist dann eine schöne Schranke und endlich Schotter. Den gibt es heute auch noch.
Wir sind so ziemlich alle schön verschlafen und nicht zurückgelassen, dass sie eh sind im Endeffekt. Wie angekündigt, da sind die Wanderer. Grüß, ne? Und zwei Schranken sind besser wie eine. Aber die ist wenigstens offen. Der Schotter hat uns wieder nach 550 Höhenmetern gibt es nur noch freie Fahrt für Wanderer, Radler und sonstige Privilegierte. Schauen wir mal einen Blick ins Tal erhaschen. Ah, das ist gröber. Olga aus der Fraßstanzer. Das ist die Bierlieferung, die ist natürlich wichtig. Da sind wir alle Frauen. Und das Bier in der Heim. Fraßstanzer Bier, gutes Bier. Und was kommt gerade recht zur richtigen Zeit? Man hört's. Das muss man ausnutzen. Keine Frage. Dieser Tage. Das da oben dürfte noch die Gurtespitze sein. Von der Seite gesehen. Grüße gehen nach Hohenems. Wer weiß, ob das stimmt. Die Gurtespitze. Aber ich werde dann nachgraben. Jetzt kommt das erste Mal ein Wässerchen. Nachdem wir jetzt ja funktechnisch bestens ausgestattet sind, machen wir die Betankung. Grapefruit. Rauslegt. Grapefruit nix. 100 mal besser. Und wenn wir jetzt noch zu GoPro sagen könnte, GoPro aus, ja, dann wird einmal ein Gesicht drauf. Hallo. Schön blödsinnig. Aber er will das schon sehen. Denk im Ruf, wieso fühlt man sich selber? Man ist ja doch nicht so schön. Und nicht vergessen, immer voll gefüllte Flasche nach dem Brunnen mitnehmen. Eklar. Ist eh klar. Wenn man filmt, hört man das Klopfen nicht. Lustig und wenn man nicht filmt, dann klopft es wieder. Ist eh klar, Murphys Gesetz. Lecker ist ein Liechtenstein. Aber der halbe Berg bis zum Grat gehört nach Österreich. Richtig süß. Achtung, der Zaun kann. Der Zaun, nicht der Zaun. Achtung, der Zaun kann unter Strom stehen. Wir haben überrascht geschlossen, der Strom wird da zu sehen. Und wer den aufmacht, wenn er das liest, unten durchkriechen, empfohlen. So, weiter geht's. Jetzt kommt noch ein knackiger Anstieg. Auf der GoPro wie immer nicht ersichtlich. Selber ausprobieren, empfohlen.
So, ich glaube, wir nehmen den auf. Und dahinter wird ein Gamp gut versteckt. Und da unten puschelt im Rudel. Aber das sieht man eh. Interessanterweise erzählt man immer das, was man eigentlich eh sieht. Aus welchem Grund auch immer. Sind sie die Bougile? Aha. Da werden sie. Kommen vor wie ein Jäger im Fernglas. Und wenn man hin und wieder rückwärts schaut, dann sieht man auch, dass noch was zum Sehen ist. Beim Blick ins Tal noch einmal den Bodensee ein kleines Stückchen. Es dürfte die Ill sein, die ab in den Rhein fließt. Und zur Erinnerung da oben noch einmal die Gurtespitze. Es ist sie wirklich, weil da vorne im Wald geht der Weg herunter. Da gibt es dann eine gemütliche Alphütte. Ja, das ist mir auf jeden Fall ordentlich geländegängig. So, Gamp in Sicht. Ja, mit Wiebeck merkt man auf dem Anstieg nichts mehr. Das war einmal zu Biobike-Zeiten. Da haben wir dann ordentlich geschnauft. Die begehrten Hütten ist auf eine alle ziemlich unbenutzt aktuell. Das ändert sich dann noch. Jeder möchte eine, der hat. Bleibt im Tal. Somit heutiges Ziel erreicht. Blick Richtung Süden. Mondspitze waren wir schon ein paar Tagen. Rote Wand. Und Gamp, halbe Gamp. Schön idyllisch gelegen, gut versteckt. Ohne Talsicht. Und da ging es dann weiter hinein in die Mitte Matlerjoch. Ab ins Fürstentum Liechtenstein. Schnee ist schon weg. Also, man darf schon anfangen. Da sind wir schon mal im Schnee stecken geblieben und mussten wieder retour. So, das sind die restlichen Gamphäuschen. Alles super, sauber gepflegt. Schön. Da unten der Hof. Innerster Hof. Idyllischer Zaun. Boshaft. Nein, das sage ich jetzt nicht, das denken wir. Also ich denke mir, Zaunfetisch ist. Böse. Bitte nicht beleidigt sein. Also da vorne gibt es noch zwei Wanderer. Da ging es auch hinunter nach Nenzing. Über den Triögel, aber nach dieser langen Regenperiode heute nicht. Könnte man ja dreckig werden. Ziemlich sicher. Und da sehen wir die angekündigten Wanderer. Ab ins Tal. So, das wäre die rote Wand.
aber die mutigen über 3000 Meter hoch. Und die Wanderer sind schon flott unterwegs. Ab durch den Wald nach Menzing. Alpegamp, 10er Reihe, mit gutem Käseangebot, Butter und sonstiges. Passt aus. Und nach diesem kurzen Zwischenhalt und gutem Käsekauf wieder ab ins Tal. Der Hansegerd Käse von der Sennerei Schlins, bester Käse ever, zum Verkauf da herum. Natürlich auch ein Alpegamskäse gekauft, logisch. Der Glöcklen so laut, dass man es filmen muss. Da unten sind sie wieder. Die Steilhangrindle. Aber das haben wir jetzt nicht, weil beim Abwärtsfahren haben wir eher fixe Position. Hallo, grüß dich. Ah, muss so okay. So scheiße. Die Käse im Rucksack sind immer halt viel, viel schwerer. So. Jetzt kommt dann wieder das stromführende Tor.
Lehrgang vorbei. Gewonnen. Und geschlossen. So, jetzt schauen wir noch, ob der Boost besser ist. Der Autoboost ist auf jeden Fall zum Vergessen. Ich spreche von der GoPro Nummer 11. Weil beim Autoboost, da wackeln die Bäume, dass es nicht mehr schöner geht. Und jetzt haben wir den Boost drin. Zum Vergleich. Und dann schauen wir, was er macht. Ah ja, den haben wir heute schon einmal getroffen. Den schnupfen wir jetzt noch. So, Hauptschranke, Parkplatz. Da waren wir schon mal heute. Und der Tier ist wieder da. Und ein Sieg. Aber hin und wieder kommt ja doch ein Taxi. Und dann ist besser, man bremst. Kurzer Talblick, bevor es weitergeht. Ein Mitkämpfer. Was ist das? Da links hinten ist die Ruine Ramschwag. Die können wir noch kurz anschauen. Bildchen kommen nicht von der heutigen Tour. Aber irgendwann haben wir sie gemacht. Ruine Welsch Ramschwag. Also die ist da hinter den Bäumchen drin. Schauen wir mal. So, da machen wir einen Blick ins Tal von oben. Nenzing im Vordergrund. Ganz hinten Blodens. Ja, das Klostertal.
als ob das Regenchen ein bisschen gewütet da. So, das war's für heute. Auf jeden Fall mit dem Schotter. Post. So, jetzt gibt's keine zusätzlichen Höhenmeter mehr. Nur noch ebenes Heimatrollen. Hallo. Schön geschmücktes Brücklein. Jetzt erzähle ich auch schon, was man sieht. Müsste man nicht erzählen, weil man es eh sieht. Hallo. So, wenn kein Fußgänger kommt, nur ist nicht schwer. Spruch gehen wir auf. Das Flüsschen ist die schöne Ming. Die kommt aus dem Nenzinger Himmel. So, da werden wir falsch abgebogen. Alle Wege führen nach Rom. Siehst du, das sind jetzt noch ein paar Flotte. Hallo, hallo. Schauen hilft. Aber das kann man nicht immer verlangen. Das sind die bösen Radler. Ah ja, hallo. Und das ist die Renaturierung, so wie es die EU gerne haben möchte. Und das ist die Alternative, aber mit toller Photovoltaikanlage. So, das ist schon wieder der schönste Blick auf den heimatlichen Berg. Sprich den hohen Phrasen.
richtig ausgesprochen, Pfannerknecht. Hochdeutsch Pfannenknecht. Und mit dieser Lehrminute bitte nicht ernst nehmen, aber es stimmt halt doch, dass man Pfannenknecht gesehen hat, mal zumindest die Einheimischen, vor vielen Jahren, je nachdem wie man es nimmt. Darf ich mich herzlichst verabschieden. Bis zum nächsten Mal, in der Hoffnung, es hat gefallen. War eine kurze, knackige Tour. Circa 1200 Höhenmeter, 40 Kilometer. Restakku 41%. Uninteressant, aber trotzdem. Wer es wissen will. Und tschüss, habe dir, Servus, bis zum nächsten Mal. Adi habe ich vergessen. Der Schweizer. Wie man sieht, Blick bis zum Bodensee. Halt dunstig, aber da kann man nichts dafür.